Damit hat wohl niemand gerechnet. 7 Jahre nach dem Release von Borderlands 2 zaubert Gearbox Software noch einen kostenlosen DLC für den Looter-Shooter aus dem Hut. Bis zum 8. Juli können sich Besitzer von Borderlands 2 oder Borderlands The Handsome Collection kostenlos auf Pandora austoben oder den DLC danach gegen schmales Geld erwerben. Commander Lilith and the Fight for Sanctuary soll das Bindeglied zwischen dem zweiten Teil und dem kommenden Borderlands 3 bilden. Nachdem ihr euch gemeinsam mit den Crimson Raiders am Ende von Borderlands 2 Handsome Jack gestellt und den Warrior besiegt habt, kehrt etwas Ruhe auf Pandora ein. Allerdings nicht lange. Mit Hector taucht ein neuer Bösewicht auf, der sich gleich mal richtig unbeliebt macht. Nicht nur, dass er Sanctuary attackiert und die so mühevoll eroberte Vault-Karte stiehlt, er setzt zudem auch noch ein Gas frei, das Pandora und seine Bewohner vergiftet und teilweise zu Pflanzenhybriden mutieren lässt. Erneut schlüpft er in die Rolle eines eurer Helden. Über die Schnellreiseterminals im Spiel ist der Zugang zum DLC schnell gefunden. Wie gewohnt setzt sich der DLC aus einer Reihe von Story-Missionen sowie optionalen Nebenaufgaben zusammen, die euch in neue Areale auf Pandora führen. Ihr trefft dabei auf eine ganze Reihe alter Bekannter wie Brick, Lilith, Dr. Zed oder Ellie. Story- und Nebenmissionen dürften euch, je nach Schwierigkeitsgrad, 5 bis 6 Stunden oder mehr beschäftigen. Hinzu kommen eine Anhebung der Levelgrenze, neue Gegner und Bosse sowie auch ein neuer Raid-Boss. Natürlich mangelt es nicht an Beute. Gerade bei den Bossen geht ein wahrer Monsun an mehr oder minder brauchbaren Waffen und Upgrades nieder. Mit dabei sind eine neue Loot-Stufe, aber auch viele Sammelobjekte und Skins. Die unkomplizierte Shooter-Mechanik mit den unzähligen Zusatzeffekten funktioniert immer noch hervorragend. Ebenso wie der Sammeltrieb in Sachen Loot. Schon nach wenigen Minuten ist man wieder voll drin im Spiel, nicht zuletzt dank der unkomplizierten Action. Commander Lilith and the Fight for Sanctuary ist Fanservice und cleveres Marketing in einem. Zumal die nötige Handsome Collection derzeit für einen Apfel und ein Ei oder gar kostenlos zu haben ist. Und es zeigt, wie wichtig Borderlands 3 für Gearbox und 2K Games ist. Die Spielzeit von rund 6 Stunden, wenn man wirklich alles mitnimmt, geht in Ordnung. Es gibt frische Gegner und tonnenweise neues Loot sowie bewährtes, unkompliziertes Gameplay. Selbst die Grafik ist dank Cell Shading immer noch akzeptabel, bis auf die zuweilen elendig verzögert ladenden Texturen. Für Borderlands-Fans gibt es ohnehin keine Ausrede, den DLC nicht zu spielen.